Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Heroes Siege. Ich habe mich ein bisschen belesen und habe gelesen, wie ihr sehen könnt. Ich war neugierig, wie komme ich in die nächsten Stages hier hinten hin, ne? Da oben. Wenn wir mal normal spielen, da hinten, ne? Astrales Feldlager und so weiter. Kommen wir tatsächlich nur mit einem DLC, Wrath of Mevius, für 5,69 €. Und da steht schon Unlocks Act 7. Neue Gegner, neue Bosse, neue Relikte, neue Klassen, den Dämonen Bezwinger und den Dämonen Ersteller, Spawner, wie auch immer. Ist mir nicht wert, 5,69 € nochmal extra dafür auszugeben. Schade, das heißt, wir werden nur die Tiefen der Hölle. Dummerweise gibt es natürlich auch ein Achievement, selbstverständlich. Was genau das aussagt, finde ich irgendwie ziemlich assi. Dass es ein Achievement gibt, was du nur über ein DLC kaufen kannst. Ach ne, Normal und Difficulty und Hardcore. Ja, okay, das gibt's nicht. Son of Lucifer könnte ich mir vorstellen. Wird das dort sein? Diese ganzen, ne? Kill Perkele und so weiter werden da hinten sein. Complete Nightmare Difficulty, Kill über Damien in Fallen in Neuer. Naja. Okay, wir schauen mal, was wir sonst noch so hinkriegen. Genau, was ich auch mal irgendwie nochmal machen wollte, in Normal ganz kurz nochmal alle Städte abgrasen, ob ich da tatsächlich alle Missionen gemacht habe. Nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe, das wäre sehr traurig. Nope. Hier unten. Dann die Zuflucht. Die Kapelle von Dawn und das war's dann auch schon wieder. Ja. So, dann gehen wir wieder zurück in die Stadt Enoia. Werden die Schwierigkeit hochstellen. Achso, wir sind sogar schon weiter gewesen. Das Dorfmann. Achso, hier wollte ich natürlich auch noch gucken. Kann ja sein, dass hier auch nochmal extra Quests kommen. Man weiß ja nie. Okay. Und jetzt können wir uns auch diese Kristallkisten kaufen. Das können wir auch mal machen. 900 Kristalle. Oh. Ein Wurmlochschlüssel. Aber wo sind die? Kann ich sonst noch was damit machen? Nope. Nope. Und nope. Oh. Der Typ hier oben, der Ich kann tatsächlich nur bei dem die Kiste kaufen. Noch ein Wurmlochschlüssel. Aber wo sehe ich die? Ich habe schon den Punkt. 114 Schaden dazu. Sehr geil. Müsste ich 3 Wurmlochschlüssel haben. Aber ich habe keinen Plan, wo die verstaut werden. Die Pets gibt es übrigens auch über den DLC. Ne, die hier oben, die Minions. Finde ich ein bisschen doof, aber naja, gut. Kann man nichts dran ändern. Ich habe jetzt 3 oder 4 Wurmlochschlüssel. Wow. Was zum Geier bist du? Tja, ich bin leider hängen geblieben an einem Ast. Schade. Sehr schade. Alle meine Relikte wieder weg. Sehr bedauerlich. Deswegen ist das auch wenig, sie zu sammeln. Für die spätere Mission. Weil du so schnell stirbst, du musst einfach Glück haben, dass du das überlebst. Ja, zumindest gerade als Scharfschütze, wenn du nicht krass auf Defense gehst. Bin mal gespannt, ob Level 100 das Maximum ist oder ob wir noch weiter können. Ich meine, wenn Level 250 die gehen lassen, dann müssen wir auf jeden Fall weiter als Level 100 kommen.
Ansonsten sieht es ziemlich schlecht aus. Achso, meine Dings sind natürlich jetzt weg, meine Raketen. Die sind verschwunden, die können sich teleportieren. Elektrisiert. Aua. Arcana. Ich glaube, das Mistvieh. Dunkler Beobachter, der beobachtet nur. Der macht nichts, der guckt nur. Nur gucken, nicht anfassen, du weißt. Oh, ein Splitterhelm. Nehme ich doch gerne mit. Naja, die Fledermaus hat mich getötet. Ein Wurfdolch. Und ein Kurzschwert in Gold. So, Boss ist da. Auch wenn ich euch alle lieben gerne töten möchte. Es gibt noch mehr zu erkunden. Na, wobei, sieht noch ganz attraktiv aus. Na, die können auch schon noch was machen, die hier. Oh, hängen geblieben. Die gelben Items. Kolossale Anomalie. Eine magische Klinge. Ein Schrumpfkopf. Giftschüsse. Energie erhöht. Neue Vorderseite ist okay. Weiter geht's. Auf zum nächsten. Die trockenen Hügel. Habe ich Giftschüsse? Müssen ja vergiftet werden, die Gene. Werden sie auch. Ich glaube, so viel macht das nicht. Die halten ein bisschen viel aus, die Gegner. Generatoren zerstören, das ist okay. Zerstöre Sachen sind okay. Sind nicht ganz so nervig. Das sind Generatoren, ja. Ding, 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 ding. Also ich schieße einfach mit 2000 Pfeilen da drauf und der Typ hat einfach so viel Leben. 100.000 Leben. So, 2 Punkte wieder. 123 Schaden dazu. Weil natürlich das Geschütz auch wichtig ist. Ach, schwierig. Aber der Mehrfachschuss war schon okay. Hat man gut investiert. Möchte ich nicht mehr eintauschen gegen was anderes. Ist schon wichtig. Level 90. Achievement. Ach, unlocked. Du hast gleich gekillt. Ein Generator muss ich noch zerstören. Dann war es das da auch schon wieder. Wow, sind hier viele Gegner. Erstmal anlocken. Und dann geht's los. 2 goldene Kisten. Oh. Es lebe der König! Lang lebe der König. Plus 5% was? Keine Ahnung. Plus 5% Ausdauer, okay.
Mehr Attack Speed. Na, das nehme ich doch gerne. Wieder so ein Biermoff hier. Oder ein Sandgoliath. Mit 2 Millionen Leben. Oh, Hallöchen. Können die mich ranziehen, die Schweine? Oh, das kostet aber ganz schön viel Mana, wa? Die Balliste. 219. Ah ja. Unstable Rift. Das ist das Wurmloch, oder? Ach. Ich glaube schon. Ein instabiler Rift. Na toll. Ob ich das hätte tun sollen? Naja, mal gucken. Wir haben ja einen super AOE-Attack. Es kommen doch normalerweise viel zu schnell Gegner nach. Pff. Aber egal, Leute, egal. Selbst wenn. Selbst wenn. Na. Ah. Ah. Jetzt haben wir die Quest abgeschlossen. Ja, das reicht als einziger. Alter, jetzt bleib ich schon wieder hier stecken. Naja, Glaskanone ist nicht ganz so witzig. Also wenn ich keine Erfahrung verliere und ich abgestuft werde. Kriegsmonarch. Level 92. Ach schade, da war das Wurmloch gewesen. Darf ich also zukünftig noch nicht rein? Au. Das, wäre fast nach hinten gegangen. Da hast du deinen Krams. Betäubt ihr Narren. Na. Level 93. Ach, trotz das, dass ich so viele Geschütze hatte, sind so viele Gegner da gewesen. Immer noch. Das ist sehr ärgerlich. Okay, Bossgegner. Ja, wir locken sie alle mit an, warum nicht? Kurz nochmal Level Up mitnehmen vielleicht. Ein Flawless Emerald. Ich mach gar kein Damage mehr, ne? Mit meinen normalen Attacks. Ich meine Skills. Sorgen dafür, dass ich noch ein bisschen Schaden mache. Aber es ist auch mies gewesen, dass die Wellen alle nacheinander direkt kamen, ohne zu warten, bis ich dann mal fertig bin. Hat das ein bisschen schwieriger gemacht.
Hololol. Ah ja, greift immer noch an, der Penner. Dann doch lieber noch ein bisschen rumlaufen. Eine Motorsäge. Schade. Schutzengel. Hält das Böse fern. Das sind so nichts aussagende. Nichts aussagende Skills. So. 3 Punkte. Oh, Level 30 ist Maximum. Ach, bis zu 6 Pfeile? Nee. Auch nicht. Interessant. Maximiert. Dann nehmen wir diese Geschütze mit. Die Geschütze. Und schauen, was wir hier noch so anlegen können. Ah. Level 73 brauche ich dafür. Na gut, den Rest kann man erst nicht gebrauchen, leider. Ich war schon richtig bei dem. Für Tausenden selten, das 10.000 vor allem, irre. Ah ja. Gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Heroes Siege. Bis dann. Ciao, ciao.